Am 24. Jänner finden in Oberösterreich die Landwirtschaftskammerwahlen statt und die amtierende Präsidentin Michaela Langer-Weninger stellt sich der Wahl. Und Frau Präsidentin, Sie sind ja selbst Landwirtin. Sie wollen natürlich Ihre persönlichen Erfahrungen auch in Ihre Funktion mit einfließen lassen. Ganz genau. Es ist ganz wichtig, wenn man eine Funktion für Bäuerinnen und Bauern übernimmt, dass man selbst aus diesem Berufsstand herauskommt, somit die Anliegen kennt und auch die Notwendigkeiten kennt. Und das möchte ich auch gemeinsam mit den Bäuerinnen und Bauern umsetzen. Sie haben wahrscheinlich schon viele Gespräche jetzt mit unseren heimischen Landwirtinnen und Landwirten geführt. Was brennt Ihnen denn jetzt so unter den Nägeln? Das Gespräch mit den Bäuerinnen und Bauern ist mir ganz wichtig. Und darum habe ich auch gleich, wie ich in die Funktion gekommen bin, eine Bezirkstour gemacht, in allen Bezirken die Bäuerinnen und Bauern zum Gespräch geladen. Und wir haben auch heuer schon wieder eine Bezirkstour gemacht. Das heißt, im September waren wir in allen Bezirken draußen, Gott sei Dank zu einer Zeit, wo es noch gegangen ist und wo man sich noch treffen hat dürfen. Und uns war es wirklich wichtig zu hören, was die Anliegen sind. Und da kommen natürlich die großen Themen, die man hereinnehmen kann, ist die Herkunftskennzeichnung. Die Bäuerinnen und Bauern möchten, dass unsere Produkte gut erkennbar sind im Supermarktregal für die Konsumentinnen und Konsumenten, dass klar draufsteht, wo kommen denn die Produkte her. Denn wir wissen, dass sich die Österreicherinnen und Österreicher sehr gerne für österreichisches Produkt entscheiden, wenn sie es erkennen können. Ja, genau. Darum ist es so wichtig, dass wir die Herkunftskennzeichnung bekommen. Wir fordern dazu auch den zuständigen Minister Anschober auf, diese umzusetzen, der da zuständig ist. Aber ganz wichtig ist natürlich auch die Entlastung für die Bäuerinnen und Bauern, weil wir schon sehen, dass aufgrund der erschwerten Bewirtschaftungen, Klimawandel, Borkenkäfer, viele Situationen, die uns natürlich beschäftigen, es immer schwieriger wird, Einkommen zu erzielen. Daher hat es auch ein großes Entlastungspaket seitens der Bundesregierung gegeben, wo im Bereich Sozialversicherung, im Bereich Pauschalierungsverordnung, aber natürlich auch im Bereich der ganzen Waldthematik ein großes Entlastungspaket aufgestellt wurde. Wir haben das sehr stark eingefordert, weil es darum geht, die Betriebe auch sichern zu können. Und natürlich kommt auch sehr stark Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Und wir werden das als Landwirtschaftskammer auch in der Zukunft noch viel stärker aufgreifen, hier wirklich Informationen über den Mehrwert der Landwirtschaft Richtung Konsumenten zu tragen. Also es gibt vieles zu tun, die Pläne sind dementsprechend da. Ich wünsche natürlich für den 24. Jänner alles erdenklich Gute. Dankeschön. Und alles Gute natürlich jetzt noch für die nächsten Wochen. Danke vielmals.